ich finde es auch mega cool, dass man da mit so Profi-Snowboarder für die Schweiz fahren kann und halt auch mega profitieren von neuen Sachen. Coaching und alles, das ist ja eben das Ziel da, dass das von den Profi-Snowboarderinnen gemacht wird. Also sozusagen Lernen am Vorbild. Dass die Mädchen nicht immer mit Trainer oder Snowboardlehrer unterwegs sind, sondern wirklich mal von den Profis sehen, wie sie es machen. Ich glaube, in diesem Camp bieten wir ihnen wirklich den Spass vom Snowboarden. Wir erzählen ihnen, ein bisschen, wie wir zum Snowboarden gekommen sind, Coaches. Also ich denke, sie können uns eigentlich während diesen 3 Tagen wie so ein bisschen 24 Stunden erleben, dass wir ihnen wirklich können sagen, was wir machen, wie wir leben. Ja, und dann dürfen sie natürlich das rauspicken, was sie selber übernehmen wollen. Ich finde es hier total cool, denn ich war auch noch nie auf dem Gletscher und es ist auch total spannend. Ich war schon ein paar Mal da, von klein und auch immer wieder. Also fast jedes Jahr war ich eigentlich. Ich bin schon das zweite Mal, aber das erste Mal war ich, wo ich noch jünger war, also etwa vor 4 Jahren oder so. Und jetzt wieder, ja. Ein Mädchen, das von Anfang an dabei war, hat jetzt schon die Junioren-WM gewonnen. Jetzt hier bei meinen Pro-Fahrerinnen hat es auch solche, die angefangen haben eigentlich im Girls Camp. Somit kann man sagen, es ist schon, man sieht, dass sie nachher, dass sie das weiterzieht. Um das Camp zu organisieren, ist die Jugendherberge wirklich perfekt. Ich schlafe hier hervorragend mit Blick aufs Matterhorn. Das ist wirklich, ich glaube, das bessere Zimmer kann man gar nicht haben. Ich habe es zum Morgen eigentlich sehr gut gefunden. Es hatte viel Auswahl und gutes Joghurt. Wenn es geht, dann würde ich immer gerne kommen, weil das hier mega Spass macht.